Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Mittwoch, wo wir natürlich auf das schauen wollen, was wettermäßig in den nächsten Tagen ja das große Thema werden wird, nämlich die 5B-Wetterlage zum Wochenende, die in einigen Teilen Mitteleuropas zu Extremniederschlägen, zu Hochwassergefahr führen wird. Und wir werden natürlich drauf schauen, inwieweit sind wir in Deutschland betroffen, beziehungsweise der deutschsprachige Raum. Es kristallisieren sich doch jetzt mehr und mehr gewisse Schwerpunkte heraus. Auf die werden wir schauen. Also ich habe viel vorbereitet, dementsprechend wollen wir mal direkt durchstarten, relativ schnell die nächsten Tage mal abhandeln. Ja, heute haben wir es dann schon mit dem richtigen Wetterumschwung, mit dem Herbsteinbruch zu tun, mit einer Kaltfront, die in der vergangenen Nacht schon den Nordwesten des Landes überquert hat und heute Morgen so um 8 Uhr so auf einer Linie Hamburg-Eifel liegt. Dahinter sehen wir im Nordwesten die Auflockerungen, aber wir erkennen auch schon die Schauer und Gewitter so von den Niederlanden, von der Nordsee her, die sich jetzt heute in Höhen kalter Luft bilden werden. Ja, und diese Kaltfront kommt allmählich weiter Richtung Süden und Südosten voran. Das heißt, heute Vormittag, gerade so von Sachsen bis in den Süden Bayerns noch trocken, gerade im südlichen Bayern auch noch die Auflockerungen. Dann kommt aber diese Kaltfront allmählich Richtung Süden voran. Das heißt, es ist doch eher trüb und nass, so von Frankreich über die Landesmitte bis in den Osten des Landes. Im Osten eher der leichte Regen, im Südwesten, vor allen Dingen im Stau des Schwarzwaldes, dann auch nachmittags anhaltender und teilweise kräftiger Dauerregen. Ja, von Nordwesten her halt der Übergang in dieses typische Schauerwetter, dieses Höhenkalt betreffende Kaltluftwetter mit Schauern, einzelnen Gewittern, zwischendurch ein paar Auflockerungen, gerade nach Nordwesten hin, wie gesagt, auch mal einzelne Gewitter und da kann der Wind dann auch mal stark böig auffrischen. Vor der Kaltfront nochmal relativ mild bis warm, so im Südosten bis zu 20 Grad nochmal so an der Salzach im Südosten Bayerns. Im Dauerregen dagegen nur so 13, 14 Grad. Im Nordwesten, wenn mal der Schauer durchgezogen ist, schaffen wir so 15 oder 16 Grad. Schauen wir schnell auf die kommende Nacht. Da ist es so, die Kaltfront kommt im Süden des Landes an den Alpen. Hier sinkt die Schneefallgrenze im Laufe der Nacht auf unter 1500 Meter. Hier die anhaltenden Niederschläge. Im Nordwesten kommen noch mal ein paar Schauer dazu. Vielleicht an der Nordsee auch noch mal ein kurzes Gewitter. Sonst beruhigt es sich. Niederschläge lassen nach. Ja, und in der kühlen Polarluft lockern die Wolken auf. Und es wird eine richtig verdammt frische, kalte Herbstnacht werden. Also dicke Jacke raus, so in der Lausitz und auf einigen Nordseeinseln. Noch so um die 10 Grad, ansonsten verbreitet einstellige Temperaturen, teilweise an die 5, 6 Grad, in einigen Mittelgebirgstälern vielleicht sogar noch darunter. Und das ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir so in so prädestinierten Tal- und Muldenlagen vielleicht den örtlich ersten Bodenfrost der Saison haben. Gehen wir schnell über zum morgigen Donnerstag. Da ist es so, weiterhin dichte Wolken im Süden und Südosten des Landes, also Richtung Alpenrand, südöstliches Bayern. Hier auch richtig frisch, richtig kühl, Schneefallgrenze unter 1500 Meter. Sonst im Bereich dieses Troges in der Höhenkaltluft so wechselhaftes Schauerwetter. Relativ viele Wolken, vor allen Dingen nach Süden hin, nach Nordwesten hin mal ein bisschen mehr Sonne. Hier kommt aber auch mal einzelne Gewitter mit dazu. Weitgehend trocken wahrscheinlich im Nordosten, also von Brandenburg in etwa bis zur Ostseeküste. Weiterhin die großen Temperaturunterschiede, kühler Alpenrand. Dagegen so Richtung ja, Leipziger Tieflandsbucht, Richtung Brandenburg, Berlin könnten wir 16 oder 17 Grad schaffen. Gehen wir dann rüber zum Freitag, bevor wir dann gleich mal so ein bisschen genau auf die 5B-Wetterlage schauen. Die kommt dann nämlich so zum Freitag allmählich in Gang. Das bedeutet, die Niederschläge gerade so am östlichen Alpenrand, Berchtesgadener Land, Bayerischer Wald, vielleicht auch noch bis in die Lausitz hinein, werden sich intensivieren. Ansonsten ändert sich erstmal nicht allzu viel. Das heißt, dieses ja, wechselhafte Schauerwetter setzt sich fort, auch mal trockene Phasen, aber auch der ein oder andere Regenguss. Wiederum nach Nordwesten hin auch mal einzelne Gewitter. Temperaturunterschiede immer noch relativ groß, weiterhin zwischen kühlen, nasskalten Alpenrand und etwas milderen Nordwesten. Ja, jetzt wollen wir uns die 5B-Wetterlage anschauen. Also mit diesem Trogvorstoß Richtung Norditalien entwickelt sich hier ein sogenanntes Genua-Tief und das zieht auf dieser klassischen 5B-artigen Zugbahn Richtung Norden und Nordosten. Und wir wollen uns die einzelnen Tage mal anschauen. Wenn wir jetzt den Freitag sehen, sehen wir erstmal noch so diesen Hochkeil, der auch weiterhin Bestand haben wird, so von Frankreich immer so bis in den Westen des Landes. Gleichzeitig dann ein Tief über Norditalien und ein weiteres Tief, dieses 5B-Tief hier so im Bereich Ungarn-Slowakei. Das heißt, auf der kühleren Ostseite des Tiefs strömt Kaltluft Richtung Süden, Richtung Alpen. Auf der Vorderseite diese warme, extrem rekordwarme Mittelmeerluft Richtung Norden, Richtung Polen. Und das alles schön verwirbelt das Ganze. Und das bedeutet, es setzen extreme, intensive Dauerniederschläge ein. Ja, und am Samstag verlagert sich das Tief so ein bisschen weiter nach Norden, so in den Süden Polens Richtung Slowakei. Weiterhin stößt diese Kaltluft jetzt richtig in den Alpenraum vor. Niederschlag weiterhin anhaltend mit dieser Nordstaulage richtig gegen die Alpen gepresst. Und wenn wir dann auch auf den Sonntag schauen, da ändert sich nicht allzu viel. Oft ist es ja so, dass diese 5B-Tiefs dann Richtung Ostsee, Richtung Baltikum abziehen. Das verharrt hier so ein bisschen so im Grenzbereich Slowakei.
Slowakei, über Ukraine. Schwächt sich zwar ein bisschen ab, das heißt aber die Gefahr, dass diese Niederschläge bis zum Wochenbeginn, bis zum Montag, gerade in Österreich anhalten, ist halt relativ groß, auch wenn es so eine gewisse Abschwächungstendenz dann Richtung Montag wohl gibt. Ja, wir wollen uns jetzt mal einige Karten mit den Niederschlagsmengen anschauen und es kristallisiert sich so ein Schwerpunkt raus, das sehen wir hier bei den beiden Wettermodellen vom Icon und vom GFS, in einem Bereich so von Südpolen, Tschechien bis nach Österreich, bis in die Nordalpen hinein. Bei uns in Deutschland wahrscheinlich in abgeschwächter Form der äußerste Osten und Südosten, also Lausitz, Lausitzer Bergland und dann vor allen Dingen Richtung Berchtesgadener Land, vielleicht noch Chiemgauer Alpen, wo größere Niederschlagsmengen zusammen kommen können. Aber wir sehen schon, die ganzen Modelle doch jetzt eher mit dieser östlicheren Variante, dass der Schwerpunkt östlich von Deutschland wo liegen wird. Und wir wollen noch mal so ein bisschen auf unsere Nachbarländer schauen. Blicken zunächst noch mal auf Polen und Tschechien. Auch wieder mit zwei Wettermodellen und den Niederschlägen bis einschließlich Montag. Und wir sehen hier große Niederschlagsmengen, extreme Niederschläge, vor allen Dingen im Süden Polens, hier im Bereich des Riesengebirges, der Hohen Tatra, wo teilweise über 300 mm Niederschlag gerechnet werden. Aber auch ansonsten, gerade das GFS, flächige Niederschläge in Tschechien und das Ganze dann reichend mit teilweise Mengen von über 100 bis 200 mm bis in den Norden Österreichs. Was das natürlich auch hinsichtlich Hochwasser bedeutet, wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Auch für die Flüsse, die natürlich nach Deutschland reinkommen, werden wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen auf die österreichische Seite. Wir wissen auch, wir haben viele Zuschauer in Österreich, wollen das hier auch nochmal ganz genau behandeln. Und wir sehen hier im Nordstau der Alpen mit dieser nördlichen Anströmung große Niederschlagsmengen, so vom Salzburger Land, Niederösterreich, Oberösterreich bis in etwa nach Wien bis zum Wienerwald, wo auch hier Mengen von 100 bis 200 und stellenweise auch über 300 mm gerechnet werden. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, das sind Globalmodelle. Wenn jetzt in den nächsten Tagen die hochaufgelösten Wettermodelle kommen, kann es sein, dass punktuell sogar noch größere Niederschlagsmengen gerechnet werden, sollte die Wetterlage auch in den nächsten Tagen so Bestand haben. Ja, und wir wollen natürlich auch mal darauf schauen, wo könnten die zeitlichen Schwerpunkte liegen. Die meisten Wettermodelle deuten vor allem die größten Regenmengen oder Niederschlagsmengen für den Samstag an. Das ist jetzt mal der 24-stündige Niederschlag für Österreich. Achtung, andere Skala. Aber auch hier sehen wir große Mengen dann für den Samstag im Nordstau der Alpen, in den Nordalpen, mit teilweise über 100 mm Niederschlag hier so mit den Schwerpunkten Richtung Dachsteingebirge, aber auch teilweise dann rüber in etwa bis in fast vor die Tore Wiens. Ja, das war jetzt das. Jetzt habe ich nochmal eine Karte des ECMWF, das ist ja das Modell, was so als letztes morgens eigentlich kommt. Nochmal mit dem Mitteleuropa-Ausschnitt und das nochmal das Ganze zusammenfasst. Das ist der Schwerpunkt. Hier sehen wir auch so von Südpolen über Tschechien bis nach Österreich reicht, wo hier teilweise sogar über, ich glaube, 400 mm Niederschlag im Süden Polens berechnet werden. Das heißt natürlich extreme Hochwassergefahr in diesen genannten Regionen, vor allen Dingen in Tschechien und auch Polen. Ja, und auch die Flüsse entwässern natürlich auch nach Deutschland. Flächige Niederschläge auch in Tschechien. Wir haben eine sehr trockene Vorgeschichte in Tschechien und Polen. Das heißt, gerade das Flachland kann relativ viel Wasser noch aufnehmen. Aber bei solchen Mengen werden natürlich auch die Flüsse massiv ansteigen und können dann natürlich auch nach Deutschland hinein in Richtung Elbe, Oder und Neiße deutlich entwässern und auch hier dann in Richtung Ende der Woche, Wochenbeginn zu Hochwasser führen. Wie stark das Hochwasser dann bei uns wird, bleibt nochmal abzuwarten. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich will hier auch auf die Spezialisten der Hydrologen verweisen, die entsprechend natürlich dann auch Warnungen herausgeben. Ja, das jetzt dazu. Jetzt wollen wir das aber Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen, nämlich nochmal mit einer Warnkarte, wo wir jetzt drauf schauen. Und wir sehen hier, wie gesagt, nochmal die Schwerpunkte von Südpolen über Tschechien bis in die Nordalpen, die österreichischen Nordalpen, wo relativ flächig 100 bis 200 mm Niederschlag von Freitag bis Montag fallen können. Stellenweise in Staulagen sind sogar Mengen von über 300 mm möglich. Und wir müssen auch noch gleich über das Thema Schneebruch sprechen, denn wir wollen uns nochmal fokussieren auf Österreich, was da bevorstehen wird. Und wir sehen hier nochmal eine Karte oder eine Tabelle, die ich aufgeführt habe, dass wir vor allen Dingen Hochwasser mit massivem Hochwasser in allen Flüssen, die aus den Nordalpen heraus entwässern, rechnen müssen. Das heißt Salzach, Saalach, alle kleinere Flüsse, die Richtung Donau entwässern und auch die Donau selbst, die dann wahrscheinlich etwas verzögert, wahrscheinlich erst zum Wochenbeginn, ein massives Hochwasser in Österreich
Bereich führen kann. Also es ist hier allerhöchste Obervorsicht geboten. Das heißt, spätestens jetzt sollten auch die Behörden in größter Alarmbereitschaft stehen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Gleichzeitig mit der sinkenden Schneefallgrenze, die auch mal durch Isothermie, durch kräftige Niederschläge dann auch mal auf unter 1000 Meter sinken kann, besteht auch massiver Schneebruch hier in einem Bereich so in etwa von, ja, was haben wir da, so Kufstein bis zum Wienerwald in etwa, beziehungsweise vom Pinzgau bis zum Wienerwald. Und auch der Wind wird ein Thema werden. Es wird teilweise sehr windig, bestürmisch werden mit diesem Nordstau. Ja, und auch was man nicht so vernachlässigen sollten, viele Rinderviecher sind noch auf den Almen. Das heißt, hier sollte auch schnellstens der Viehabtrieb stattfinden, denn das ist natürlich für die Tiere auch natürlich eine gefährliche Situation, wenn sie dort oben im Schnee halt stehen. Das mal nur so am Rande erwähnt. Jetzt gucken wir noch mal auf einen Trend von Freitag bis Sonntag. Wir in Deutschland, wie gesagt, ja nur am Rande betroffen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, äußerste Osten und Südosten. Große Teile Deutschlands werden von diesem 5B-Tief kaum bis gar nichts mitbekommen. Gerade nach Westen und Nordwesten hin relativ ruhiges, stabiles Wetter mit dem Hochdruckgebiet. Das heißt kaum Niederschläge, wahrscheinlich nicht der große strahlende Sonnenschein, aber doch recht trockenes Wetter am Wochenende. Das heißt die Nächte weiterhin frisch, kühl, gerade nachts zum Samstag vielleicht noch mal bis an die 5 Grad. Und tagsüber sehen wir so einen gewissen Temperaturanstieg, der möglich ist zum Wochenbeginn, wo wir vielleicht Richtung Westen und Nordwesten dann auch an die 20 Grad kommen könnten. Insgesamt noch auch am Wochenbeginn wahrscheinlich noch so der äußerste Südosten von Niederschlägen betroffen. In Österreich könnte es sich auch noch bis an Montag hineinziehen. Bei uns wird sich wahrscheinlich das Wetter zum Montag allgemein auch nach Osten und Süden hin etwas beruhigen. Zwei Karten habe ich noch, wo wir nämlich nochmal drauf schauen, was so nächste Woche passieren könnte. Und da gibt es, ja, wie so häufig ist, noch riesige Unterschiede. Dass mal das GFS für Mitte nächster Woche mit einer, ja, klassischen High-Over-Low-Lage, als große Hochdruckzone, massiver Hochdruckblatt, gestörte Störung mit einem Hoch über Nordeuropa, demgegenüber ja eine Tiefdruckzone im Mittelmeerraum. Das könnte natürlich hier auch für kräftige Regenfälle, Gewitter und Unwetter sorgen. Ob und inwieweit die vielleicht dann nochmal in den Alpenraum vorstoßen könnten, das bleibt natürlich noch abzuwarten, zumal auch das EZMBF auf ganz anderen Fährten unterwegs ist. Das sehen wir nämlich hier westlich von uns mit dieser Hochdruckzone, die bis zum Nordmeer sich aufwirbt. Und gleichzeitig zaubert das EZMBF hier nochmal so ein kleines Höhentief im Osten rein. Also das ist noch sehr, sehr unsicher, wäre ich jetzt auch noch sehr, sehr vorsichtig. Zeigt aber, dass es natürlich noch massive Unterschiede im Verlauf der nächsten Woche gibt. Also es wird leider noch viel Wasser in den Flüssen runtergehen, bevor wir das wissen. Wir schauen natürlich morgen nochmal mit einem Update auf die anstehende 5B-Unwettertieflage und werden das natürlich auch in den nächsten Tagen weiter verfolgen. Das soll es von heute gewesen sein. Macht's gut, bis dahin und tschüss.